Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Strahler Demand und leuchtende Perle Wi-Fi Bell hier auf diesem Kanal. Heute mit einem coolen Team. Und zwar haben wir Licht, Leben, Selfie am Start. Natürlich für die ganzen Schilde. Walschall, Rotom Frost. Fokus, Gut, Maske, Regen. Oh, was könnte das denn ergeben? Wir werden sehen. Oh, wilder Rhyme. Wir haben Wahlbrillen. Magbrand am Start. Ich weiß nicht, wieso ich so aufgedreht bin. Überreste, Meganie und Leben, Orb, Ruhegewalt, Stalos. Also ein offensives Stalos. Und ihr seht es. Heute soll es klappen. Meganie soll hoffentlich sweepen. Und das ist kein einfaches Matchup, damit Meganie sweepen kann. Huiuiui. Ich sehe gerade Dinge, die mir gar nicht gefallen. Ich sehe einen Sonnenchor. Das gefällt Meganie gar nicht. Weil wir sehen dort Zenia und Tenupto in Kombination mit Zubiris, was Sonnentag beherrscht. Aber dafür kann natürlich auch mein Magbrand davon profitieren. Er hat keine Elektroimmunität, das heißt, wir könnten das auf jeden Fall ausnutzen. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall die Sonne halt irgendwie verhindern, ne? Du sagst, wenn wir halt mit Maskeregen liegen und er mit Zubiris, holt er die Sonne raus, er kann auf Verhöhner gehen, das wäre alles gar nicht mal so cool. Bedeutet, ich glaube, wir liegen hier mit Rotom. Straight. Wir haben, also er hat keine Elektroimmunität, was schon mal nice ist, das heißt, egal mit was er liegt, das sollte eigentlich alles passen. Wir können, ich habe by the way einen Screenshot gemacht, wir können in der Theorie auf das Zubiris mit Trickbetrug den Walschall passen und da kommt Zubiris. Jetzt ist halt die Frage, wollen wir das machen? Und eigentlich ist das schon der Play. Da, natürlich, der Walschall ist nice, aber ich habe wieder eigentlich alles außer Tenupto sowieso. Deswegen glaube ich, werde ich dafür gehen. Weil sonst wird Zubiris auf Dauer, glaube ich, zu nervig für diesen Kampf. Weil er wird jetzt auf Sonntag gehen, das ist klar, er wird den Heißbrocken haben, das ist auch klar. 8 Runden lang wird dann die Sonne da sein, beziehungsweise 7 Runden nach dem Einsatz von Sonntag. Aber er muss dann eigentlich rauswechseln, was nice ist. Das ist ein stronger Play. Jetzt bin ich auch gelockt da drauf, ne? Ne, ich bin nicht gelockt, interessanterweise. Das war ein stronger Play, aber es kommt kein Sonntag. Er geht jetzt auf Abschlag wahrscheinlich. Das war ein guter Play. Das war ein sehr guter Play. Also, Props jetzt hier mal ganz kurz. Die gehen raus. Die Frage ist jetzt die, gehen wir hier in den rein? Weil dann will er eigentlich keine Sonne rausbekommen. Ich verliere meine Wahlbrille, klar. Aber wir haben potenzielle Flammenkörperchance, was nice wäre. Und überall anders will ich auch nicht unbedingt mein Item verlieren. Die anderen Matchups sind auch nicht so cool. Ich weiß nicht, ob er Irrlicht unbedingt auf dem drauf hat, aber trotzdem, ja. Wurde geschrien, dass ich schnell meine Moves machen soll. Aber andererseits will ich ja auch so ein bisschen meine Moves erklären. Und nicht einfach, also in gewissen Situationen mache ich ja ganz, ganz schnell. So zack, 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 zack. Aber vor allem die Moves am Anfang sind ja doch relativ wichtig. Und da ist dann letztendlich die Basis für den restlichen Kampf. Und deswegen, ja. Wir gehen hier einfach straight auf Hitzekoller. Wir sind jetzt nicht mehr gechoiced, was cool ist. Er hat die Überreste auch drauf gehabt. Okay, keinen Heißbrocken. Interessant. Hat er vielleicht doch nicht die Heißbrocken-Taktik? Aha. Also sieht zumindest danach aus eigentlich. Der Wien auf Hitzekoller, er kann zwar montags reinwechseln. Klar. Aber ich will hier den straighten Damage haben, falls er dann doch drin bleiben sollte. Wir hätten Donnerblitz natürlich für den, aber wir würden eh da nicht drin bleiben, weil wir auf minus 2 jetzt sind. Aber auch wenn wir nicht auf minus 2 wären, würde das nicht killen. Und ich will keine Wasserattacke tatsächlich abbekommen. Also, jetzt chippen wir den schon mal ein bisschen an und fürs nächste Mal gehen wir einfach auf Flammenwurf und danach können wir immer noch Donnerblitz drücken. Aber er hat auch Überreste und so. Ja, also der ist, ich denke mal, der ist speziell defensiv. Ich denke, der hat einen Donnerblitz hier bei vollem KP ohne Damage Boost das Item getankt. So, das heißt, wir gehen jetzt hier straight in Rotom Frost rein, weil er wird wahrscheinlich auf die Wasserattacke gehen. Das wird okay sein. Es wird jetzt natürlich nicht wenig Schaden machen, ist neutral effektiv, aber trotzdem kann ich mit dem Schaden leben. So ein Magbrand, zeig mir mal heute, dass du was kannst. Weißt du, du hast mich einmal enttäuscht mit dem Bauchtrommel-Set. Also natürlich ist das Bauchtrommel-Set auch eher das Gimmicky-Set. Aber heute spielen wir... Oh, Luftschnitt, das ist sogar noch besser. Aber heute spielen wir mal tatsächlich das Wahlbrillen-Set, auch wenn die Wahlbrille schon weg ist. Aber ich glaube, das ist in dem Fall okay. Und wir können jetzt hier auf Voltwechsel gehen. Zweimal Überreste, by the way, sind natürlich auch vollkommen erlaubt, weil das immer mal wieder gefragt wird. Es gibt kein Item-Clause im Small-Meter und wir spielen ja nach dem Small-Meter aktuell im Rarely-Used-Tier. Und ich habe vor, jetzt natürlich noch einige Pokémon zu featuren, die ich bisher noch nicht benutzt habe. Oder halt sowas wie Megane jetzt zu featuren, indem ich das halt versuche, irgendwie mal zum Laufen zu bringen.
Aber Stahlausweich habe ich noch nicht benutzt. Ich habe Maskering noch nicht benutzt. Selfie noch nicht benutzt. Und die Sache ist, dass ich dann demnächst, wenn ich so relativ viele Pokémon mal ausgetestet habe, Victory Bell kommt rein, guter Play, weil ich natürlich auf Voltwechsel gehe. Ja, wenn ich das dann alles mal gemacht habe, alles mal ein bisschen ausgetestet habe, so die meisten Pokémon, möchte ich auch demnächst vielleicht mal Thementeams machen, wenn ihr darauf Bock habt. Also falls ihr darauf Bock habt, lasst es mich gerne wissen. Jetzt haben wir natürlich eine sehr gute Situation. Denn wir können jetzt hier auf Flammenwurf gehen. Und wir sind nicht mehr gechoiced, also wir haben keine Wahlbrille mehr. Und ich glaube, nach dem bisschen Chip sollte eigentlich eher ein Donnerblitz Range sein. Wenn nicht, dann ist Markbrand halt einfach ein Loser gleich. Also ich meine, wir werden es gleich sehen, weil Destructor kommt rein. Oh, Feuerfänger boostet. Ja, okay. Ich habe kurz überlegt, ob ich Donnerblitz drücken soll. Aber leider habe ich es nicht getan und das ist natürlich etwas unangenehm. Und jetzt, er ist natürlich auch schneller und Eruption wird irgendwas weghauen. Und ich brauche den eigentlich. Bedeutet, ich muss fast schon was abwerfen. Die Sache ist, Meganie wird leider hier in diesem Kampf nicht so krass sein. Ich sehe ihn halt einfach nicht gewinnen. Ich könnte natürlich trotzdem den aufsparen, aber ich wüsste nicht, wie der hier irgendwie Stuff machen wird, auch wenn er ein Zubiris ist. Es tut mir leid, Meganie. Ich versuche mir die Pokémon zu featuren, aber ich versuche natürlich auch einen guten Kampf zu bringen und mein Bestes zu geben. Und du musst da irgendwie Abstriche manchmal machen. Manchmal musst du versuchen, dieses Pokémon auf Teufel komm raus zu featuren. Und vielleicht klappt das irgendwie. Und manchmal musst du einfach reinsehen, das wird hier nichts in dem Kampf. Also ich sehe den halt einfach nichts machen. Mit dem Moveset wird das nichts. Weil wir einfach nicht die Möglichkeit haben, auch dieses Setup rauszubekommen. Vor allem, wenn er Zubiris mit Irrlicht hat. Dann wird es noch nerviger. Hätte ich das nochmal hinbekommen. Wäre vielleicht ein bisschen was möglich gewesen. So, jetzt habe ich aber trotzdem ein Problem. Und zwar, ja, ist er halt natürlich sehr, sehr, sehr gefährlich gerade, wenn er Gewahlscheid ist. Und ich muss gerade hoffen, dass er nicht Gewahlscheid ist. Das heißt, wir werden jetzt hier auf Voltwechsel gehen. Wenn er Gewahlscheid ist, habe ich ein Problem. Er ist nicht Gewahlscheid. Okay, gut. Ich hatte auch eher jetzt gedacht, dass er das Vibrillenset ist, aber du weißt halt nie. Und wenn er dann Gewahlscheid trägt, dann habe ich ein Problem. Aber es war leider auch gar nicht so viel Schaden. Das heißt, ich muss jetzt in den Magmarand gehen. Und ich hätte mit mehr Chip gerechnet. Also mit über 50%. Kann ich? Ich glaube nicht, dass ich zweimal Eruptionen tanke. Also eine Eruption werde ich tanken. Nee. Tanupto ist einfach broken. Wie ich es euch schon mal gezeigt habe. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt hier in Rotom rein. Das ist tatsächlich ein bisschen unangenehm. Das ist ein bisschen sehr unangenehm. Weil Magbrand wäre eigentlich noch richtig gut in diesem Matchup hier gewesen. Uiuiui. Jetzt müssen wir hoffen, dass Donnerblitz fast schon killt, ne? Ja, müssen wir. Aber ich glaube nicht, dass es killen wird. Aber ich glaube, es würde ihn in Range schauen. Hätte ich einfach Donnerblitz direkt gedrückt mit Magbrand. Ah, das killt ganz knapp nicht. Es würde ihn in Range schauen, dass die Eruption mich nicht killen sollte. Selbst mit Step und Feuerfänger boostet. Ja, es ist halt jetzt nur noch im roten Bereich. Krass, dass Voltwechsel so wenig Schaden gemacht hat. Hat der irgendwie KP-Investment oder so? Tanupto, hast du so eine gute Spezialverteidigung? Das hat mich jetzt... Das buselt mich gerade ein bisschen sehr. Also, Tanupto? Du hast eine Spezialverteidigung von 85. Und 78 Base KP. Wieso tankst du einen Voltwechsel so gut? Ich meine, 85 ist nicht schlecht, ja. Oh, das gefällt mir gar nicht. Der will setupen. Boah, das ist echt ein Team, was nicht für mein Team ausgelegt ist im 1v1. Überhaupt nicht. Ich glaube, ich muss in Maskering gehen. Und den mit Stachelspore angreifen. Andererseits, was macht der gegen den? Eine Aufwertung, ne? Ja, das ist auch schwierig. Ich glaube, ich muss in Tobi gehen. Den mit Stachelspore angreifen. Wobei hat der, nee, der wird Tinted Lens haben. Also Aufwertung, glaube ich. Omod. Wir werden ihn, glaube ich, auch mal die Tage austesten. Ich glaube, der ist echt cool. Weil er könnte auch Puder abwerben. Aber ich glaube, er wird Aufwertung spielen. Falls er reinkommt, ja, das ist gefährlich. Wir gehen auf jeden Fall auf die Stachelspore. Das sollte klar sein. Wir müssen den paralysieren, damit der nicht so gefährlich ist, wie er jetzt gerade werden wird. Wir gehen hier auf die Stachelspore und danach drücken wir Luftschnitt auf jeden Fall. Er geht auf die Psychokinese, das ist gut. Er setupt sich nicht weiter. Jetzt müssen wir nur die Stachelspore treffen. Wenn wir jetzt missen, haben wir ein Problem. Maskering, bitte enttäusch mich nicht. Maskering, Bro! Du hattest einen Job! Du hattest einen Job! Boah, das wird jetzt super schwer. Ich sag, wenn ich den getroffen hätte, wäre alles noch okay gewesen. Wie gesagt, Rotom Frost sieht halt so gut aus in diesem Matchup. Der kann halt fast alles im Alleingang machen, ne? Außer gegen Ursaring, aber für Ursaring habe ich halt Stahlos noch. Nahkampf tankt er halt wie nix.
Und jetzt, wo ich Tenupto weg habe, kann Ursaring... Eigentlich können Ursaring und Rotom das hier gewinnen. Aber so habe ich jetzt ein Problem, weil ich muss Ursaring anschippen lassen. Und ich darf Ursaring nicht anschippen lassen. Boah, nee. Nicht Ursaring. Stalos, tut mir leid. Das ist ein großes Problem. Dieser Miss wird mir wahrscheinlich das Match kosten. Ja, vielleicht nicht um... Es kommt halt darauf an, wie viel ich gegen Stalos... Also, guck mal. Wenn ich in der Lage bin, den Angriff von Omod und von Ursaring zu tanken, alles safe. Aber ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, das beides zu tanken. Weil er halt Aufwertung hat und damit nicht sehr effektive Attacken mehr Schaden machen. So, Steinkanone muss jetzt treffen bei Erdbeben. Wobei Erdbeben wird, glaube ich, killen, oder? Der hatte keine gute physische Verteidigung. Ich will nicht die Steinkanten missriskieren. 60 Base-Verteidigung. Ich bin Lebenorb und es ist Stab. Steinkanone kann halt missen. Er hat auch noch Lebenorb-Schaden, den er bekommt. Ja, ich glaube, den auf Erdbeben hier. Gigasauger, okay. Er kann sich hier mit hochheilen. Ja, das macht so viel Schaden. Diesen Schaden hätte ich halt niemals gefressen, wenn einfach die Stachelspur gekommen wäre. Okay, Lebenorb. Jetzt hoffe ich einfach, dass Stalos in der Lage ist, mit Erdbeben den zu killen. Okay, du bist in der Lage, den zu killen. Jetzt bekomme ich halt Lebenorb-Schaden. Nein, okay, es war ein Crit. Keine Ahnung, ob der gemeldet hat, aber ich nehme den mit. Aber ich glaube echt nicht, dass er gemeldet hat. Jetzt bekomme ich halt Lebenorb-Schaden leider, wegen der hohen Gewalt. Muss ich halt machen. Das ist blöd. Weil die Sache ist halt, wenn... Safe kann halt nicht viel machen. Ah, es wird so schwierig. Wir haben halt Steinkante für den, aber wir würden jetzt auf Siedewasser gehen. Was wir halt machen können, ist in Safe... Wir müssen jetzt in Safe gehen. Mit Safe haben wir halt nichts, also angriffsmäßig. Wir können jetzt halt Lichtschild und Reflektor rausholen. Das werden wir auch tun. Das ist auch so unsere einzige Chance, hier noch was zu reißen. Da kommt jetzt ein Siedewasser. Und dann muss Rotom irgendwie alles machen, gefühlt. Rotom muss irgendwie alles machen. Okay, hauen wir, glaube ich, jetzt erstmal ein Lichtschild raus. Also es ist tatsächlich noch Winner, also trotz der Odds, ne? Also Matchup-mäßig war es ja schon mal schwer, das Team. Aber dann, dass auch noch diese Stachelspur jetzt gemisst hat, war ein bisschen blöd. Aber auch das ist noch fein, wenn... Ja, weiß ich nicht, ob das... Ja, mal gucken. Rotom. Ich muss gerade halt schauen, weil dieses Zubiris ist nervig. Er wird halt jetzt immer auf Verhöhner gehen. So, Lichtschild ist jetzt da. Er wird halt immer auf Verhöhner gehen. Er könnte doch auf Abschlag gehen. Was ist denn da auf Abschlag gehen? Aber eigentlich will nicht, dass ich einen Reflektor ausbekomme. Das heißt, er würde normalerweise auf den Verhöhner gehen. Was ist, wenn er es nicht tut? Ich darf eigentlich nicht drüber nachdenken, was, wenn er es nicht tut, weil... Die Möglichkeit habe ich gar nicht. Ich muss jetzt einfach hoffen. Ich bin auch hart rausgewechselt. Auf Abschlag, okay. Jetzt habe ich halt den Wahlschein nicht mehr. Was insofern nicht schlecht ist, dass ich mich nicht mehr locken muss. Ich meine, ich hätte auf die Kehrtwende gehen können, klar. So, ich muss auf Voltwechsel gehen, muss den anchippen. Der wird jetzt nochmal auf Abschlag gehen. Boah, okay, wir müssen ein bisschen schauen. Was wir jetzt machen können. Okay, wir können Folgendes machen. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Der geht auf Abschlag, klar. Mein Lichtdem ist jetzt weg, schade. Hätte ich noch einen Reflektor rausbekommen, wäre das cool gewesen. Ich bin halt auf Lichtschild gegangen, weil ich gehofft habe, dass er mit Mantax erstmal drin bleibt. Aber eigentlich wäre Reflektor, glaube ich, für die Dauer des Kampfes wichtiger gewesen. Wir gehen jetzt auf die Kehrtwende. Er geht nicht auf Verhöhner. Das wundert mich einfach sehr. Ist es ihm egal, wenn ich einen Reflektor rausbekomme? Jetzt haben wir kein Item mehr auf den. Der könnte aber das Ganze gewinnen. Der wird eh durch einen Nahkampf gekillt, weil der wird Nahkampf haben. Oder Erdbeben oder so. Ja, das heißt, den muss ich jetzt hier eh reinwechseln. Abschlag kommt. Ich werde ihn tanken, weil ich eine gute physische Verteidigung habe. Ja, das ist auch mein Problem gewesen, glaube ich, in diesem Kampf. Ich kann den Gegner, glaube ich, null einschätzen. Also, er hat ein paar gute Plays gemacht, auf jeden Fall. Will ich, by the way, nichts. Nichts irgendwie wegnehmen. Aber ich habe einfach auch falsche Einschätzungen gemacht. So, ich glaube, wir gehen jetzt hier aufs. Ich gehe, glaube ich, auf die Steinkante. Tatsächlich, falls er hier rauswechseln sollte mit Mantax, er geht leider auf Irrlicht. Aber was ist denn sein Moveset? Irrlicht, Abschlag, Verhöhner? Es ist kein Sonnenteam. Steinkante kommt, es trifft immerhin. Aber das wird leider nicht killen. Das killt leider nicht. Wer jetzt auch noch Genesung hat, ja, dann ist das eh. Bisschen sad. Bisschen sehr, sehr sad.
Okay, wir gehen einfach auf Erdbeben. Hoffen jetzt einfach mal das Beste, dass er nicht Genesung hat. Er hat Abschlag. Okay, weil wir haben noch alles. Abschlag, Verhöhner, Irrlicht. Haben wir irgendwas nicht gesehen? Ne, irgendwas haben wir noch nicht gesehen. Okay, immerhin besiegen wir den hier. So, Rotom Frost. Boah. Das größte Problem ist dieses Ursaring. Wir haben eine Chance zu gewinnen. Dafür müssen wir aber sehr viel Glück haben. Und diese Chance bedeutet, wir gehen jetzt erstmal Rotom Frost rein. Ursaring hat sein Heißhopp noch nicht aktiviert. Der wird nur Heißhopp haben. Das heißt, ich muss fast ja schon für die Donnerblitzpara gehen, oder nicht? Wenn wir die Donnerblitzpara bekommen, könnten wir gewinnen. Er geht in Victory Bell. Das ist tatsächlich cool, weil wenn wir mit Blizzard treffen, killen wir den. Wenn er rausgeht in Ursaring, wäre das auch wild. Warte, was für eine Spezial... Warte mal ganz kurz. Hat Ursaring eine gute Spezialverteidigung? Kann Blizzard nicht den auch killen vielleicht? 75. Ja, 75 ist zu gut. Ich sag mit 50 oder so, aber auch eine gute Base-KP. So, Blizzard muss erstmal treffen. Blizzard trifft schon mal, okay. Und er hat nur noch Mantax und Ursaring. So, jetzt stellt euch mal vor. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte ein volles Stalos. Das wäre eine coole Vorstellung, ne? Nein, da kann man nicht mehr sein. Stachelspur hat eine 75-prozentige Chance zu treffen und 25-prozentige Misschance. Kann passieren, klar. Aber wir haben noch nicht verloren. Deswegen, an so einem Punkt gehen die meisten auf oder zack, sagen, ey, yo, habe ich eh verloren. Man muss für die eine Chance gehen, die man hat. Und in meinem Fall ist es ein Crit. Oder ich kann, also beziehungsweise auf die Para mit Donnerblitz. Oder ich kann auf Crit Freeze hoffen. Also Blizzard könnte, glaube ich, in einem Crit killen. Donnerblitz nicht. Oder ich gehe auf den Freeze, die 10% Freeze Chance. Aber da ist die Para-Chance halt besser. Ja, wobei, was ist halt besser? Weil ich habe da eine 30%ige Misschance und da habe ich eine 30%ige Chance, dass ich Para kommt. Das heißt, ich glaube, in jedem Fall ist Blizzard besser, weil ein Crit auch killen kann. Also ich glaube, von den Odds her ist Blizzard das, was mir zu einer höheren Wahrscheinlichkeit den Sieg bringt, wenn Blizzard mit einem Crit killt. Ja. Es ist blöd, aber ich glaube, es ist der Play. Blizzard geht daneben und damit leider sehr unsatisfying. Leider sehr unsatisfying. Aber Donnerblitz hätte halt paaren müssen und er hätte gepaart werden müssen. Und ja, wir haben jetzt einfach nicht getroffen. Das ist sad, jetzt hat er auch den Ice Orb und damit ist das ein GG. Ich glaube, mit einem Blizzard Crit hätten wir vielleicht die Chance gehabt, ihn in Range zu hauen. Also wenn es nicht gekillt hätte, für eine Kehrtwende. Hätte auch, glaube ich, eine Kehrtwende gereicht. Aber ja, ich habe jetzt hier nur die Kehrtwende und damit werde ich leider nicht gewinnen. Ich bin natürlich schneller, weil Selfa halt fast unterwegs ist. Ja, ich glaube, so ein Blizzard Crit. Aber man muss ja erstmal einen Blizzard Crit bekommen. Oder ein Freeze. Damit ist das ein GG. Leider verloren. Ich sag, ich habe mein Bestes gegeben. Ich glaube, der größte Fehler war, dass ich auf Flammenwurf gegangen bin. Und Tenupto dadurch so krass hab breaken lassen. Wäre das nicht passiert, hätte ich wahrscheinlich einfacher drumherum spielen können, aber das war nicht gut. Ich hätte einfach auf Donnerblitz gehen sollen, straight. Vor allem, wenn ich mit Mantax eh rechne. Donnerblitz war da der Play. Also ja, bisschen lost von mir an der Stelle. Sonst finde ich, war das ein super solider Kampf. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da und natürlich lade ich auch sowas so, wo ich verliere. Ihr seht das, ne? War einfach ein gut gespielter Kampf vom Gegner. Bis dann und ciao.